Hallo und guten Morgen in 2021. Dies ist mein erstes Tutorial dieses Jahr und es ist auch mein erstes Tutorial für Lightroom. Und zwar möchte ich mit euch Schritt für Schritt durch die Panels gehen und euch zeigen, kleine Tricks zeigen und wie mein Workflow darin aussieht. Und ich heiße euch herzlich willkommen und heute geht es auch gleich los mit dem ersten Bild. Ich steige direkt in die Panels ein, in dem Entwickeln-Modul. Ich gehe einfach davon aus, dass ihr wisst, wie man ein Bild importiert. Okay, für die, die es nicht wissen, ich mache es nochmal schnell. Ich rufe Lightroom auf, gehe in Datei, Fotos und Videos importieren. Dann schlägt er mir meine Auswahlliste auf meinem Rechner vor, was ich gerne haben möchte und ich kann hier dann verzweigen und mein Bild wählen und drücke dann hier unten auf Importieren. Der Button wird hell und dann habe ich das Bild eingefügt. Wollen wir heute nicht machen. Wir gehen schon auf unser importiertes Bild und da gibt es gleich den ersten Trick. Und zwar möchte ich jetzt noch mal gerne wissen, mit was ich das fotografiert habe. Das ist manchmal wichtig für meine Bearbeitung bezüglich des ISO-Werts. Wie kriege ich jetzt raus, welche Einstellungen ich damals bei der Aufnahme gebraucht habe? Ich drücke einfach auf meiner Tastatur das I. Dann geht hier das Infofeld auf und ich sehe, okay, ISO 1000. Ich kann auch noch mal I drücken. Dann rutscht das irgendwie zusammen, ich weiß es auch nicht. ISO 1000, okay, mein Bild wird unter Umständen also etwas rauschen, daran muss ich arbeiten. Ich drücke nochmal I, dann verschwindet das und ich gehe auf Entwickeln und fange jetzt hier oben in meinem Panel an hinzuschauen. Erstmal das Histogramm, das Bild ist also ganz gut belichtet, es ist in den Tiefen, geht es kurz hoch, dann folgt der Berg und es fällt ab in den hellen Tönen. Jetzt möchte ich eine Bildidee bekommen. Das ist eigentlich immer grundsätzlich mein erster Schritt. Ich gucke, wohin geht mein Bild oder in welcher Stimmung möchte ich das haben oder wie könnte ich das bearbeiten. Und da hat Lightroom jetzt was ganz Tolles, Neues, und zwar hier ein Profil. Früher war es immer Farbe und Schwarz-Weiß konnte man sich angucken. Und heute haben die noch was ganz Neues dazu getan, und zwar hier hinten. Da gehen die Profilbrowser, heißen die jetzt, auf. Und zwar kann ich mir, die sind hier unten, die kann ich mir angucken lassen als Liste. Es ist wenig sinnvoll, weil ich nicht weiß, was sich dahinter verbirgt. In groß, dann habe ich die Bilder gleich. Ich mache jetzt mal klein für die Übersicht. Und da kann ich Bildideen bekommen. Und das finde ich eigentlich fantastisch. Ich gehe also zum Beispiel mal in künstlerisch. Und dann schlägt er mir verschiedene Kunstformen vor, die ich auch gleich in meinem Bild sehe. Also hier künstlerisch 1 oder künstlerisch 6. Das gefällt mir zum Beispiel unheimlich gut. Die Tiefen sind sehr blau und die hellen Töne und die Mitteltöne sind hier, okay, das geht jetzt nicht zum Zeigen, aber ihr seht es, in den Torbögen sind die so ein bisschen, naja, kriegen einen wärmeren Ton. Und ich kann auch mal in modern, da kommen die Kontraste ganz gut hoch. So kann ich mir das auswählen. Das finde ich zum Beispiel auch mega cool. Allerdings rauscht mir der Hund dazu sehr ab in den Tiefen. Der ist ja eh schon sehr duster. Ich wähle das jetzt mal an. Also ich klicke drauf. Und dann werde ich die Stärke mal reduzieren. Mal einmal ganz zurück. Das ist dann mein Ausgangsbild quasi. Und einmal auf 200%. Okay, da sieht man, die Tiefen rauschen komplett ab. Aber wenn ich das mir jetzt irgendwo so hinfrickel, wo es mir gefällt, dann finde ich das, eine super Sache. Hier, modern 6 war ich. Aber es gibt auch noch mehr. Nostalgisch. Passt natürlich zu diesen Rundbögen ungemein. Und auch diese Schwarz-Weiß-Sachen finde ich ziemlich klasse. Hier ist wahrscheinlich auch mit Filtern gearbeitet. Wer es noch kennt, früher aus der analogen Zeit, hat man sich einen Filter vor die Linse geschraubt für Schwarz-Weiß-Bilder. Hier zum Beispiel ein Gelbfilter. Heute macht man das alles digital oder einen Rotfilter. Ich würde das immer auf volle Pulle hier stellen, damit ihr auch seht, wie sich da etwas verändert. Außerdem wird der genannte Filter auch immer noch mal angezeigt.
Er loggt sich erst ein, wenn ihr draufklickt. Dann seht ihr, geht hier so ein Rahmen auf und er ist, glaube ich, dann auch automatisch unter Favoriten abgelegt. Also finde ich eine super Idee, um eine Bildidee zu bekommen, die man später dann ausbauen kann. Das war der erste Teil. Bleibt dran, es geht bald weiter. Einen schönen Tag für euch!